so schöner Vogelgesang. Ich lasse mich ja gerne ablenken. Das kann ich euch da draußen auch empfehlen. Das holt einem aus allem raus. Auch der Weg hierher, es war total schön. Erste Schmetterlinge habe ich dieses Jahr schon gesehen, aber kam mir wieder einer entgegen. Flog ein Stück mit mir. Biene habe ich auch gesehen. Ja, und nun bin ich hier und hier ist es auch nochmal richtig schön. Oh, herrlich. Können wir den Vogel sehen? Das klingt so nah. Nee. Egal, zurück zum Thema. Also, es gibt ganz viele Leute da draußen, die ganz frisch auch zu mir gefunden haben und wirklich am Anfang ihres Gartens stehen. Und keine Eile, keine Hetze. Ihr habt noch alle Zeit der Welt für so viele Dinge. Ich habe im letzten Monat schon ein Video rausgebracht. Das ist auch super gut angekommen. Deswegen mache ich da auch weiter. War ja sowieso geplant. Und ja, für euch da draußen, was man halt machen kann, was man ausprobieren kann, was man so für sich irgendwie anlegen kann, gibt auf jeden Fall genug Inspiration, auch in diesem Video. Und ja, ich möchte hier vorne wieder anfangen, gar nicht, ne, lange rumpalabern. Und ich habe ein bisschen was mitgebracht, etwas Neues. Und ja, bei den Geschichten gehe ich gleich bei. Also bei meinem Saatgut-Video, was ich jetzt auch, war das noch im Januar? Ich überlege gerade mal, oder war das im Februar? Ich habe ein Saatgut-Video gemacht und habe mal so vorgestellt, was bei mir so in den, ja, hier in den Tüten und in den Beuteln und in den Mappen und so weiter rumschwirrt, in den Kästen, in den Kartons. Und da kam dann doch die Frage auch wieder auf, ob ich mal so einen Plan vorstellen könnte. Und ich bin ja nicht so der Planbär, beziehungsweise war das viel zu oft im Leben. Und dann hat man gemerkt, dass das, keine Ahnung, dieses Spontane fällt mir einfach irgendwie leichter. Und dann ist da auch nicht so viel, ja, Schreiben und Lesen, und das ist ein bisschen anstrengend auf dieser Ebene, wie ich das hier jetzt mache. Ich habe nichtsdestotrotz angefangen und habe hier tatsächlich so ein Aussaatbuch angefangen. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ich weiter verfolgen werde, denn es ist so, dass das recht umfänglich für mich wird, aber trotzdem so einfach wie möglich. Mal so zum Angucken, so mal aus der Ferne betrachtet. Ich weiß, ihr könnt nicht viel sehen, ist halt noch nicht alles in Stein gemeißelt. Ich habe es auch mit Bleistift gemacht, um halt auch radieren zu können und Sachen, ja, rauszunehmen, zu ergänzen. Und ja, das füllt sich nach und nach. Ich glaube nicht, dass ich das dieses Jahr fertig kriege. Wenn doch, werde ich euch das auf jeden Fall mal separat, denke ich, vorstellen oder in einem Video, wo es dann auch gut reinpasst. So, Saatgut, Saatgut. Ihr wollt bestimmt wissen, was ich da alles auf dem Tisch liegen habe. Für euch ein bisschen näher jetzt. Was habe ich hier rumliegen? Auf der Seite habe ich die Sachen, die ich jetzt auch zuletzt im letzten Video dann zusammen auch mit dem Flo ausgesät habe, beziehungsweise vorher auch allein im Hochbeet. Wer das soweit verpasst hat, der kann ja oben rechts nochmal nachgucken. Da gibt es das nette i und darunter findet ihr meine Verlinkung. Immer ganz sinnvoll zu den Videos. Ich habe das nicht immer in jedem Video drin, aber ich denke so für den Mehrwert und wo ihr dann die Sachen findet, die ihr braucht. Gerade als Anfänger finde ich das ganz sinnvoll, die Geschichte. Ja, also das ist hier so die Seite. Ich kann noch mal kurz rüberfliegen. Wir hatten Spinat, wir hatten Microgreens gedacht, sind aber Erbsen, sind Erbsen, habe ich mir gedacht. Sind natürlich im Beet gelandet. Möhren, Radieschen, dicke Bohnen. Das war so die Geschichte. Irgendwas habe ich noch weggelassen. Irgendwas fehlt hier. Ach so, ich hatte hier was mit Zwiebeln vor. Da. Da hat sich noch kein Fleckchen für herauskristallisiert. Kommt dann aber noch. Ach herrlich, das fühlt sich so, so schön an. Dabei haben wir im Moment auch schon wieder Minustemperaturen. Ich glaube, letzte Nacht -3 oder war es die Nacht davor? Ich weiß das gerade nicht so genau, aber es wird fröstelig. Die ersten Menschen dürfen wieder anfangen zu kratzen bei uns ganz oben in Nordfriesland. Etwas weiter unten habe ich gesehen, sieht es deutlich wärmer aus, aber das gönne ich euch da draußen. Ist ja echt eine schöne Zeit im Moment. Dennoch soll es ja irgendwie wieder kälter werden, ist mir zu Ohren gekommen. Ich weiß nicht, ob das deutschlandweit gilt oder jetzt hier vor der Haustür war. Lass mal alles uns entgegenkommen. Ich finde gerade so die letzte Zeit ganz gut vorangekommen im Garten und alles ganz easy mit ganz viel Freude. Und so schafft man deutlich mehr, als wenn es sich so nach Arbeit anfühlt. Auch wenn es so im Titel drin steht, ihr wisst ja, ich sehe das mit Arbeit ein bisschen anders und folge den Energien. Somit schafft man halt eben mehr. So, also das bin ich durchgegangen. Hier habe ich ein bisschen Blumen dabei, beziehungsweise hier auch zweimal Kräuter. Es ist noch weiter was passiert im Garten. Mit dem Flo war ich dann noch fleißig. Der kommt ja dann nachher noch dazu. Oder gleich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie spät das ist. Vielleicht kommt er gleich schon um die Ecke. Mal so in die Ferne gucken. Nee, ist noch nicht da.
Ich habe ein Video gesehen bei der lieben Anja. Ihren Kanal werde ich auch mal oben rechts verlinken. Ich finde das immer total unterstützenswert, wenn jemand so schöne naturnahe Filme macht und ja, über den Aufbau seines Gartens erzählt, wie die liebe Anja das macht. Und ja, das möchte ich unbedingt unterstützen, deswegen schaut gerne mal bei ihr da vorbei. Dennoch habe ich bei ihr gesehen, dass sie schon die erste Aussaat macht, was die Blühwiesen angeht quasi. Und dann juckt es bei mir in den Fingern, denn ich habe an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall noch ein bisschen was vor. Und dafür habe ich schon ein bisschen was mitgenommen. Ich habe es halt mitgenommen. Wie weit man kommt, wird dann wieder die Praxis zeigen. Ja, bisher war der Schwung ganz gut. Und es gefällt mir auch sehr gut, so wie es läuft. Bin sehr, sehr gerade vor, muss ich sagen. Für die, wie lange können wir gerade im Garten schon? Das haben wir seit 1,5 Wochen circa. Ja, ist schon ordentlich was passiert. Richtig schön. Auch gegrillt schon. Richtig schön. Ja, ihr wollt wissen, was ich hier liegen habe. Das möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Das hatte ich euch vorgestellt, hier auch generell mal überflogen. Aber was ist mir wichtig, bevor ich zu den Blumen komme? Ich wollte da gerade anfangen, aber jetzt komme ich doch wieder. Sind die Kräuter Borage und Petersilie, denn in dem einen Hochbeet habe ich ja weitergemacht und da möchte ich noch ein bisschen was zwischensetzen. Stelle ich euch dann aber separat vor. Ja, und was haben wir hier vorne? Ich glaube, das kann jeder so größtenteils sehen. Da ist vielleicht ein bisschen der Stein vor. Tagetes haben wir da, Ringelblume, mexikanische, jetzt muss ich aber mal richtig hingucken, was steht da? Hellrote Busch-Sonnenblume, oh, das, also ich freue mich da riesig drauf. Orange Sonnenblume, auch mexikanisch, das kann alles kommen. Hier haben wir noch was, dann haben wir noch Ringelblumen-Mischung, hört sich super an. Gewürz-Tagetes, Orange-Gelb oder was steht da? Nö, orange gemischt. Ja, und dann hier auch noch so Blumenwiese und ja, Kapuzinerkresse. Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Denn diese Geschichte zusammen, Kapuzinerkresse, dicke Bohnen, ist eine wunderbare Kombo. Genau das gleiche, wenn ihr dann irgendwie Buschbohnen habt oder generell Bohnen, wo die Läuse dran sind. Denn Kapuzinerkresse, ach, da kommt der liebe Thomas. Hallo Thomas. Ja, Kapuzinerkresse und dicke Bohnen. Die Kombo funktioniert ganz, ganz wunderbar. Im letzten Video haben wir monokulturmäßig ein bisschen ausgesät. Da kommt natürlich noch was dazu, ist ein bisschen mehr gedacht. Es baut sich halt jetzt mit der Zeit auf. Kapuzinerkresse passt wunderbar dazu, weil es halt die Läuse von den Bohnen weglockt und an die Kapuzinerkresse dran. Und der tut das mal so gar nichts. Ja, ein wunderschönes Gewächs, darf in keinem Garten fehlen. Allein was das an Farben hergibt, die Blüten sind so unterschiedlich, wunderschön, habe ich an zahlreichen Garten und Gängen die letzten Jahre auch gezeigt. Also ich weiß nicht, wie viel ich da noch drin habe, ein paar sind es, könnten mehr sein, da werde ich mir vielleicht noch was besorgen. Ja, ne? Das sind so die Sachen. Und da die liebe Anja gesagt hat, sie macht das mit der Blumenwiese so und da sich ja Pflanzen generell selber aussehen können, warum nicht jetzt? Also warum nicht jetzt? Warum noch groß warten? Ab mit den Mischungen in den Boden. Und ja, im Moment sieht das so aus, die Sachen habe ich jetzt hier liegen, aber noch kein fertiges Beet dafür, bis auf die Kapuzinerkressengeschichte. Und dadurch ja, ist es halt eben nachher von Flo mir abhängig, wie weit wir kommen, wo wir Lust und Laune zu haben. Und ja, ihr werdet dabei sein und das begleiten können und werdet dann auch sehen, wo wir dann konkret was in den Boden packen. Ja, und es bleibt spannend. Es gibt wirklich noch mehr zu sehen als das, was ich im letzten Video gezeigt habe. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, denn Knoblauch war noch über, habe ich eingebracht. Es wird noch ein paar Veränderungen geben in den Beeten. Bin nicht ganz zufrieden gewesen. An anderer Stelle auf jeden Fall noch Aktivkohle reingebracht durchs Grillen, weil da nämlich was über. Da bin ich ganz glücklich drüber, dass ich übers Grillen dann auch an meine Aktivkohle komme. Feuer sind bei uns ja nicht mehr erlaubt, also nicht mal in diesen Schalen und Feuerkörben, wie es noch zu Anfang der Fall war. Somit bin ich jetzt raus, was das angeht. Ja, aber ja, Leben so wie es ist und ja, das ist eine erlaubte Sache. Grillen sind wir alle gut und meistens jedenfalls. Ja, so wunderbar. Ich habe euch alles vorgestellt, ihr habt alles gesehen. Ich habe zu Hause noch mehr und mehr Saatgut, was ich jetzt auch in diesem Kontext benutzen könnte.
aber das dann zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, ich habe jetzt heute ein bisschen meine Sachen gepackt und das war dann halt so dabei. So, ihr seid gespannt, was ist im Garten passiert. Und bevor der Flo kommt, würde ich sagen, mache ich so eine Art Mini-Garten-Rundgang. Also aber wirklich nur die Hotspots, wo was passiert ist. Und dann geht es, denke ich mal, nachher zusammen mit dem Flo weiter. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Zu sehen ist er auf jeden Fall noch nicht. So, ab in die Beete. Erstmal ist zu erwähnen, dass heute wieder so ein richtig, richtig schöner, sonniger Tag ist. Dafür, dass das, ich glaube, 8 Grad haben wir. Das fühlt sich deutlich wärmer an. So, hier kann man wunderbar sehen, wie der Knoblauchstrang steht, zusammen mit den Erdbeeren. Hier vorne kann man sehen, es ist ein bisschen lichter, was andere Pflanzen angeht. Eine Erdbeere haben wir da. Und hier haben wir aber noch so ein bisschen was vor, auseinander. Aber was ich euch eigentlich zeigen möchte, was eigentlich auch im Gartenrundgang guckt. Guck mal, was da wächst. Da das Rote und da das Rote. Oh, ist hier überall so ein bisschen zu sehen. Und zwar habe ich mir letztes Jahr die rote Gartenmelde mir einen Garten geholt und die macht sich breit und ich freue mich da richtig drüber. Ist doch schön. Ne? Müsste zu dem wilden Gemüse im Garten zählen, wenn ich da richtig bin, weil geht so in die Spinatrichtung. Wunderschön, finde ich. Also ein roter Farbklecks im Garten, wo sonst eigentlich nur grün ist, ist doch viel schöner. Also ich mag das. Ja, darf sich gerne ein bisschen breit machen. Die grüne hatte ich ja auch schon im Garten. So, was ist noch passiert? Ihr könnt hier schon erkennen, hier ist ein bisschen was drauf gelandet und das muss ja auch irgendwo herkommen. Ich habe alles mal ein bisschen gelichtet. Und ja, das waren so verschiedene Sachen, aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, da vorne ist was passiert. Ja, den Kohl, den zeige ich euch wann anders. Ja, verschiedener Knoblauch ist hier reingekommen, verschiedene Sorten. Da hoffe ich mir, ja, noch Ernte. Das war auf jeden Fall ein Winterknoblauch, freut mich riesig. Da sollen noch große bei sein. Ja, echt schönes Muster, was hier Kunzi-Haselnuss raufwirft. Ja, ich hoffe, darf mich noch ein Jahr begleiten. So, tingeln wir mal weiter. Hinter mir waren wir jetzt fertig. Und ja, ich habe natürlich noch ein bisschen ein paar Sachen beobachten können im Garten. Aber wie gesagt, das kommt dann in einem Gartenrundgang. Vielleicht erfolgt er auch alsbald. Dann definitiv zeigenswert. Oh, jetzt sehe ich auch schon wieder das nächste. Also die Natur ist richtig erwacht, wie ich finde. Es gibt an allen Ecken und Stellen irgendwie was zu sehen. Und da freue ich mich auch ganz besonders drauf, dann mit euch dann irgendwann mal, denke ich, zeitnah dann Gartenrundgang zu machen. Oh, ich freue mich. Herrlich. Jo, hier ist noch ganz viel passiert. Kann das auch so ein bisschen sehen. Das wurde alles ein bisschen frei. Da kann man jetzt mal rumlaufen. Ja, aber deswegen sind wir nicht gekommen, sondern hier ist ein bisschen was passiert. Bei der Aussaat hier, also alles wie gehabt. Ich habe aber am Rand jetzt Salat noch ausgesät. Ja, der hat da einfach, ja, da dachte ich vom Platz her einfach mal auszuprobieren. Und hier ist die Aktivkohle reingekommen und ein bisschen selbstgemachtes Ziegelmehl reingekommen. Einfach mit dem Gedanken, dass man dem Boden Mineralstoffe gibt, damit ja, die Pflanzen halt ein bisschen besser versorgt sind. Das sind ja immer verschiedene Umstände oder Dinge, die zusammenkommen, damit es einer Pflanze gut geht. Und das ist auf jeden Fall ein Teil, da habe ich einfach ein gutes Gefühl bei. So, und was ihr noch sehen könnt und was ich noch nicht angesprochen habe, vielleicht habt ihr das auch schon entdeckt. Hier habe ich überall Zwiebeln drin. Und hier sind wir auch in dem Teil, ja, wo die Kräuter zwischen sollen. Ich habe das vorhin erwähnt am Anfang. Hier soll auf jeden Fall kräutermäßig ein bisschen was ausgesät werden. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Da schnappt man sich, was man da so drin haben möchte. Und klar, es folgen noch frostige Temperaturen bei den Kräutern. Bin ich mir nicht so sicher, ob das so gut funktioniert wie bei den Blämis, also bei den Blumen. Aber jo, das sind die Sachen, die ich da habe. Im Moment habe ich noch keine anderen Kräuter gefunden. Irgendwo habe ich noch was rumflezen. Borage. Oh, das wäre doch mal gar nicht mal so schlecht. Einfach rein da, links, rechts. Und ich mache jetzt auch nicht überall voll. Aber irgendwie schon, ne? Viel zu viel. So. So, jetzt hier, oh Mann, ey. Ich mache das meistens so, dass es zu viel ist. Und jetzt fällt mir das gerade schwer, nicht noch mehr reinzuhauen. Na, das ist noch gar nicht offen gewesen hier. Was ist denn da los? Weil ich noch genug Petersilie hatte. So, zidatadadada, den lege ich mal ab hier. So, und hier haben wir Petersilie. Und Petersilie, da kann man richtig rein, oder?
Das kann auch nicht so schwer sein. Hier mal irgendwie Petersilie wachsen zu lassen. Da so rein. Und denk dran, nicht einfach so viel und unbedingt hingucken, wo man das hinmacht, damit man noch den Überblick bewahrt. Ne? Also einfach rein in den Kram. Echt, macht euch nicht so eine Platte. Das wächst schon irgendwie. Ja, ich habe so viele Stellen im Garten, wo die Sachen sich verteilt haben oder vielleicht mal mit einem Jahraussetzer dann irgendwie kommen und das ist einfach so eine Riesenfreude. Ich sage euch das, es ist einfach so ein Abenteuer und man muss nicht immer alles kontrollieren. Da steckt so viel Freude einfach auch drin, wenn man die Natur machen lässt und sich überraschen lässt. Und ja, dann beschenkt einen die Natur, wie ich finde, und zaubert des Öfteren einem ein Lächeln ins Gesicht. Ja, so, genug hier irgendwie. Vielleicht kommt auch noch mal was anderes rein. Ich weiß auch nicht, wie die Saat so durchhält. Ja, das gibt's dann von hier zu berichten. Genug, ne? So, ich muss jetzt erstmal gucken, was noch so anliegt. Bin schon am Apfelbaum hängen geblieben. Ja, ist ja auch kein Wunder, wenn man da einfach eine Schubkarre mitten drauf stellt auf den Weg und dass man da nicht mehr vorbeikommt. Ja, hier ist sehr, sehr viel passiert. Guck mal da ganz kurz das Boiler, zeige ich nicht mehr. Hier auch ein bisschen gegossen, habe nämlich sehen können, dass das doch so nach und nach ein bisschen Feuchtigkeit vertragen könnte, dass sich so eine Grundfeuchtigkeit jetzt trägt. Echt toll. Ach, wie schön. Also hier im Bereich möchte ich mit Flo noch was ändern. Habe schon mit ihm geschnackt. Also Radieschen, Möhren, das sollte sich ganz gut ergänzen. Hier vorne sind ja noch die Erbsen drin und ja, Knoblauch, Erdbeeren. Hier, dazu kann ich jetzt auch Folgendes sagen. Habe ich da nicht sogar eigentlich was mitgenommen? Ich dachte, ich hätte da irgendwo was hingepackt. Habe ich wohl dann doch verloren. Also hier wächst noch fröhlich vor sich her. Rosettenschigori. Also da kann ich mich vielleicht noch mal irgendwann auf eine Ernte freuen. Der hier vorne sieht ein bisschen erfroren aus, so von den Blättern her. Ja, ja, aber das ist ja alles gut. Ich habe nämlich gar nicht mehr mit den Dingern gerechnet. Das war ja so ein Überraschungsbesuch im Beet. Ja, als Flo und ich das da freimachen wollten, habe ich auch noch mal einmal aus Versehen raufgestellt. Aber die scheinen ziemlich robust zu sein. Hier noch mal ein kleiner Spoiler. Plan Aussaat. Ja, habe so ein paar Sachen zusammengebracht. Aussaat aus Pflanzen, wenn es jetzt irgendwie vorgezogen wird. Hier sind so Direktaussaaten, habe ich dann noch in Klammern geschrieben, wie lange das dauert von der Aussaat bis zur Ernte. Und habe dann ja, mir auch gedacht, dass ich noch irgendwie das hier drin brauche. Ja, dass man sehen kann, wie lange es dauert. Also die Keimzeit, genau, so, mal runtergebrochen. So und so habe ich das auf die Monate ein bisschen zugeteilt. Hier ist noch April. Ja, und so mache ich das nach und nach voll, aber es ist echt viel Arbeit. Sich das da alles. Nee, Arbeit gibt es nicht. Das ist ein schönes Vergnügen, aber es frisst sehr viel Zeit. Auf jeden Fall. Da braucht man richtig, also ich brauche da auf jeden Fall richtig Ruhe für. Es ist dann aber auch echt eine richtige Freude. Boah, Katzelschworf. Ah, es ist so schön. Richtig viel. Ach, ich liebe das. Alles voll. Oh, ich freue mich auf den Gartenrundgang. Ja, ich dachte, ich hätte hier noch hier, da wo hier, wo ist ein Nest, zum Zeigen. Ja, ist egal, liegt alles rum, sind wir fertig mit. Ach, wie schön. Jo, ich würde sagen, alleine bin ich durch und weiter geht's dann zusammen mit dem Flo. Pause. Jetzt bin ich nicht mehr allein und wir werden jetzt ein bisschen weitermachen im Garten. Und Knoblauch habe ich euch ja schon gezeigt. Und auch angekündigt, dass wir bei den Erdbeeren ein bisschen ausdünnen wollen. Und auf der Ecke hier wachsen ja wild die Erdbeeren. Ich hatte ja so ein paar drin und dann wurde das hier alles ein bisschen groß. Die wollen wir übrigens noch rausnehmen, da die Geschichtchen. Die können auch irgendwie rüber. Das ist die Bartlichtnelke, aber die wird groß und hängt dann so auf dem Weg runter. Das ist ja, da möchte ich was anderes hin haben auf jeden Fall. So, hier vorne sind die ja alle drin und die sollen ja auch wild wachsen. So sieht das hier aus. Und hier wollen wir ein bisschen ausdünnen, ja. Keine Raketenwissenschaft, einfach mal gucken, wo einfach ein paar zu viel sind. Das ist zum Beispiel eine Hauptpflanze, die sich so ein bisschen ausgebreitet hat. Guck mal, hier können wir überall so ein bisschen bei. Obwohl, die würde ich gerne lassen, aber oh, die hat sich echt hier weiter. Hier hängen die auch noch. Oh, schön. Ja, ausdünnen.
Und los geht's. So, heute habe ich auch mein Messerchen eingepackt. Also können wir so ein bisschen diese Triebe durchtrennen. Guck mal, hier sitzt einer. Da saß einer. Oh, hier, guck mal. Da sitzt einer. Der hier, der kann auch mal weg. Der ist viel zu dicht dran. Da einmal durch. Da einmal durch. Und du darfst ihn gerne so hier von hier reinhacken und den rausholen. Nee, mit der Hacke. Okay. Ohne die Pflanze zu verletzen. Und die anderen auch nicht. So, das ist schon mal eine Pflanze. Jetzt müssen wir die sammeln. Ich packe die mal hier hin. Hier sitzt eine. Hier sitzt eine, da sitzt eine. Die mache ich mal durch, weil er nervt. So, die kannst du auch rausholen. Ja. Ja, so ein bisschen. Ich zeige dir das mal einmal, okay. Dann hast du das gesehen. Guck, locker. Da hängt die auch noch zusammen. Krass, wie die sich verbreitet. Und die zweite. Da vorne nochmal. Da war eine Pflanze. Hier ist alles gut. Die kann bleiben. Hier, die ist ein bisschen, obwohl die kann man eigentlich auch lassen. Die am Rand. Da ist eine. Oh, die haben sich aber schön verteilt, muss ich sagen. Hier ist alles gut. Die haben sich echt in der richtigen Entfernung hingesetzt. Der kann noch weg. Die hier ist so weit weg vom Schuss. Die kannst du gerne rausholen. Und die hier. Und wieder eine. Kannst ein bisschen ausschütteln, dann geht das oft schon mit den anderen Pflanzen mit ab. Und die nächste. Ich möchte zu den Pflänzchen noch was erzählen. Optimalerweise machen wir das Ganze im Herbst. Aber naja, hier entwickeln sich die Dinge und somit ist das jetzt im Frühjahr dran. Obwohl ja noch gar nicht richtig Frühjahr ist. Das kommt dann noch. Ja, aber das ist jeweils dann ein Pflänzchen, was wir Richtung Knoblauch gleich schicken werden. Und dann kommt das ab in die Beete. So, wir haben jetzt vier Pflänzchen. Also ich würde sagen, hier eine. Das ist natürlich eine Mischkultur, die wunderbar funktioniert. Die ergänzen sich gegenseitig sehr gut, aber hier ist die Erdbeere natürlich völlig in der Unterzahl. Also wir müssen noch irgendwie was finden. Wie wär's denn mit da? So, das reicht ihm schon. Und ich würde sagen, da machen wir das auch. Es sieht nach einer guten Stelle aus. Das wäre doch eigentlich ein richtig interessantes Beet. Jetzt haben wir das ja so irgendwie im Dreieck. Hier können wir auch noch was aussehen und da habe ich jetzt das Richtige. So, dafür habe ich jetzt nochmal Saatgut geholt. So, und zwar haben wir zur Verfügung, das habe ich hier selbst geerntet. Das soll nach dem, wie es mir berichtet wurde, bunt werden, deswegen perfekt für hier. Und die zweite Geschichte ist die Karotte Ochsenherz von 2019. Vielen Dank. Anronette, ist das richtig ausgesprochen? Vielen Dank nochmal, dass du mir dieses Saatgut geschickt hast. Echt ganz toll. Späte Lagersorte steht da noch drauf. Circa 30 Pflanzen auf einem L-Punkt-Meter sehen. Ach ja, da habe ich letztes Mal rumgerätselt, was das ist. Ja, machst du Radieschen? Dafür musst du ein bisschen irgendwie Saatgut jetzt frisch aufmachen quasi. Jetzt mache ich das heute mal mit den Fingern nur. So irgendwie. Muss ich aufmachen wahrscheinlich, oder? Ja, das Saatgut musst du da rausziehen. Ich denke jetzt einfach mal hier Karotten, da Radieschen. Einfach mal wild durcheinander. Sieht bestimmt toll aus nachher. Was habe ich gesagt? Da Radieschen. Das sind ja die großen Ochsenherzen. Karotten, ist das so eine gute Idee? Da Radieschen. Und immer so ein bisschen Abstand. Ja, die kannst du so reinfallen lassen. Das sind so Sachen, die lernt man mit der Zeit. Also wenn ihr da draußen noch nicht so das Gefühl habt, das irgendwie freihand auszusehen. Nee, also die können noch ein bisschen enger. So richtig viele sind da nicht drin, stellen wir gerade fest. Ich hätte jetzt gedacht, dass da so wie beim Rucola so richtig ordentlich. Mal gucken, wie das hier laufen wird. Ist noch mal eine schöne Ecke irgendwie, finde ich. Ja, da vorne ist noch sehr viel Knoblauch. So, dann noch einmal zumachen. Ganz easy.
Ne, Karotte und Möhre ist ein bisschen experimentell. Aber irgendwas wird da schon rumkommen. Ja, hier vorne sehr viel Knoblauch. Da sieht man richtig schön die Abdrücke vom Stativ. Wir haben noch eine Erdbeerpflanze, ne? Ja, genau. Sollen wir die da in die Ecke hauen? So. Jo, wo machen wir denn jetzt mal weiter? Was hältst du davon, wenn wir da hinten hingehen? Hast du Bock? Ja. Ja? Sehr schön. So. Das haben wir wunderbar genutzt. Die Geschichte habe ich auch schon angesprochen. So, und jetzt haben wir hier noch Tagetes, Ringelblume. Also das war die ganze Blühwiesengeschichte quasi. Und bei den Sonnenblumen wissen wir ja, die kommen auch gerne wild. Das heißt, da mache ich mir keine Sorgen, ob die jetzt zum Aufgehen oder nicht. Das Einzige wäre, wie letztes Jahr, dass da irgendwie wieder die Wühlmäuse kommen oder die Vögel, die sich dementsprechend die Sachen wegpinken, wie halt Erbsen, also Wühlmäuse, Bohnen. Das sind so Sachen, die gerne verschwinden. Ja, aber das hier sollte unproblematisch sein. Du, hier, Kapuzinerkresse. Dazu fällt mir ein, da gab es doch die Mischung mit der dicken Bohne. Sollen wir da mal einfach mal ein paar zwischensetzen? Ja, können wir machen. Gut. Ich drücke dir das mal in die Hand. Zeig nochmal her. Ist ja eigentlich auch schon offen. Mal sehen, was steht denn hier drin? Im Mai. Sophie, viel. Ne, also die Packung verrät uns gerade, dass die im Mai dran sind. Aber ganz ehrlich, ist mir gerade mal egal. Einfach ausprobieren. Tolle neue Erfahrungen durfte ich da in vielerlei Hinsicht schon sammeln, indem ich mich wieder so gegen Gebrauchsanweisungen gerichtet habe. Hand auf! Fast. So, wie viel haben wir denn da? 11 Stück. Ja, dann würde ich sagen, was hältst du davon, hier so 3 Stück? Wie haben wir hier noch gemacht? 3 Bahnen, ne? Ich glaube, hier irgendwie waren. Genau, hier, hier und hier sind ja. 3 Bahnen mit dicken Bohnen. Oder waren das Erbsen? Okay, hier sind wir falsch. Okay, denn weißt du was? Ich finde das trotzdem toll. Erbsen und Kapuzinerkresse. Lass uns das mal probieren. Das hat jetzt keinen positiven Effekt für die Erbsen. Aber so, ja, obwohl, doch, natürlich. Bodendecker. Wenn das hier schön vollgewachsen ist, dann kommt da schon was bei rum. Also im Grunde genommen eigentlich nur so ein bisschen Fingerspitzen tief rein da Erde drüber. Ein bisschen reindrücken, ja. Schaut gut aus. So, ich würde sagen, hier finden wir noch ein paar nette Plätzchen. Und dafür hüpfe ich einmal rüber oder rauf. Rauf finde ich besser. So, wo haben wir denn noch irgendwie Platz? Sollen wir hier mal frech sein? Mhm. Da mal einer rein. 4 von 11, ne? Genau. Hier waren die dicken Bohnen, so 3 Reihen, auch, die gingen eigentlich auch bis da. Ach, guck mal, dann ist das Gesellschaft. Sollen wir da mal einen mitten reinsetzen? Wo wollten wir? Hier mitten rein, genau. Komm, da machen wir einen. Wunderbar. Hier hauen wir noch mal einen zwischen. Warum machen wir das so? Weil ja, in den letzten beiden Jahren auch wild irgendwo was gekommen ist und das war echt so schön. Das ist wirklich total bereichernd für so verschiedene Bereiche. Möchte ich nicht missen. Kapuzinerkresse, definitiv gut. Wie viel haben wir über? 5 Stück. 5 Stück, okay. Auch eine wunderbare Sache, um das sowas im Boden zu kriegen, ist eigentlich zwischen 2 Finger. Zip und zu. Ist doch eigentlich ganz gut. Jo, lass mal hier da irgendwie noch mal gucken. So, ich würde sagen, such dir Plätze aus. Wie viel sagtest du, sind über? Jetzt habe ich noch 4 Stück. Okay. Das sieht doch gut aus. Lass uns mal überraschen, wie das Jahr so läuft. Und wir haben jetzt noch mal was ganz Freshes vor. Und zwar gehen wir an eine ganz andere Stelle. Ja, an dieser Stelle habe ich jede Menge vor. Zusammen mit dem Flo. Mal gucken, wie weit wir so kommen. Ein bisschen wollen wir anfangen, ne? Ja. Und hier ist im Grunde genommen alles voll Quecke. Aber richtig viel.
Und hier waren so Wege zwischen, das war immer ganz toll, aber somit war auch immer von beiden Seiten quasi der Angriff von der Quecke und hat natürlich das, was da eigentlich wachsen sollte, immer gerne vertrieben. Man sieht das da vorne auch. Muss ich jetzt nicht extra raufgehen, die meisten Zuschauer kennen das bei mir. Quecke ist die größte Herausforderung hier im Garten. Und ja, worum geht's hier? Das soll so ein Zusammenschluss werden aus Gemüseanbau, Kräuter, wie auch immer. Und in dem Bereich was zum Blühen für die Insekten. Das wird eine schöne Sache. Aber es ist natürlich ein bisschen aufwendiger als sonst. Deswegen, wir fangen nur an, mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht können wir auch was aussehen. Vielleicht schnappen wir uns hier das erste Stück, so das Einfachste. Und legen da einfach los und lassen das jetzt erstmal ruhen, damit ein Anfang getan ist. Hast du Bock? Ja. Echt? Lüg nicht, lüg nicht. Ja, geh mal hier rüber. Also hier kannst du eigentlich im Grunde genommen schon überall sehen, wie ich hier lang gestochen habe. Das habe ich schon gemacht vorhin, bevor du da warst. Und hier vorne im Bild habe ich in einem Gartenrundgang gezeigt. Also wer das verpasst haben sollte, mal in den Gartenrundgang stöbern. Ja, hier haben wir vermutlich Nachtkerze zwischen. Und ich finde aber, es sieht ein bisschen durch aus. Oder was meinst du? Ja, es sieht durchaus. Ein bisschen erfroren. Aber man weiß nicht, ob die nochmal wiederkommen, weil da vorne ist eine, die ist in der Mitte noch grün, die restlichen sind rot. Ja, da werden wir uns aber jetzt im Moment noch nicht lange aufhalten. Ich würde sagen, wir machen hier so den Rand wieder, so wie wir das kennen mit dem Beikrautwurzelentfernung. Und ach, da vorne haben wir auch noch Petersilie. Da könnten wir auch noch Petersilie rausholen. Die könnten hinten ins Hochbeet, da wo ich vorne ein bisschen was reingeworfen habe, können ja schon ein paar Pflänzchen wachsen eigentlich. Das würde ich auch ganz cool finden. Ja, und der Rest ist eigentlich nur ein bisschen, ja, umbuddeln, ne? Also bei der Quecke ist das so, da muss man schon so ein Stück runter, um alles rauszukriegen. Und das ein oder andere Mal geht es auch noch mal ein bisschen tiefer, also immer gründlich gucken. Ansonsten wächst das ziemlich schnell dicht. Dennoch ist das schon etwas, was bewältigbar ist. Und durch solche Strategien, wie ich sie jetzt vorhabe, kann ich natürlich dem ein bisschen entgegenwirken. Also wenn das nicht von beiden Seiten kommt, nur von einer Seite, immer außen, und in der Mitte sich nichts weiter quasi vervielfältigt, ist das eine gute Sache. Ja, düdeln wir los. Jo. Du von da kommst, ich von da. Genau. Gut. So, und hier einfach mal gucken. Und möglichst viel Erde im Beet lassen. So, und ich würde sagen, so gründlich wie drüben da bei dem Hochbeet, wo wir bei waren, weißt du? Wo wir gerade noch ausgesät haben oder eingepflanzt. Na, guck mal an, hier ein so eine Schaufel und da geht's weiter. Schaufel, hier ein so eine Forkenladung. Ja, also jede Menge drin, was raus soll. Na, der Vogel da oben am Himmel macht ordentlich Lärm. So ist das in der heutigen Zeit. Selten so richtig schön still, auch bei uns in Husum nicht. Kommst du zurecht? Schön. Mann, was sind das hier alles für kleine? Guck mal. Siehst du diese ganzen dünnen? Ja, sehe ich. Was ist denn das? Vielleicht ist das noch Knoblauch und oder Zwiebel oder so. Oder das sind jetzt schon irgendwelche Mini-Pflänzchen, aber da war ja eigentlich nichts zu sehen. Ich bin glücklich, dass das Ding hier noch geht, du. Dafür, dass sie verbogen war, funktioniert die immer noch ganz gut. So, für euch wird es gleich langweilig. Wir haben hier jede Menge zu tun. Und da müsst ihr nicht überall bei sein. Ich möchte euch noch einmal kurz die Petersilie zeigen, die sich hier so ein bisschen zwischen der Quecke zeigt. Da wollen wir bestimmt noch ein bisschen was retten. Und ich zeige euch jetzt ausnahmsweise doch nochmal die Geschichte hier. Da haben wir von geredet, Nachtkerze, also hier ist das Grüne, wovon ich geredet habe. Und die Roten, die sehen halt ziemlich K.O. aus. Aber wenn man hier in der Mitte guckt, da tut sich dann doch noch irgendwie was. Also ich würde sagen, die lassen wir möglichst in Ruhe hier. Auch was hier sonst so wächst, die hier, das ist bestimmt eine Malve. Ich bin mir nicht sicher. Also liebe Leute da draußen, bei den Blumen muss ich immer gestehen, keine Ahnung, was da wächst. Ich lasse mich überraschen. Es ist bestimmt auch ganz oft so, dass ich was raushole, was eigentlich gut drin bleiben könnte. Aber wir wollen hier ja nochmal Saatgut verstreuen und schon was für die Insekten, die Bienchen und so weiter tun. Jo, zu langweilig für euch. Wir machen dann mal weiter hier und für euch spulen wir einmal vor.